Montag, 14. Dezember aus dem Bundestag. Es ist die letzte Sitzungswoche in diesem Jahr für den Bundestag und es ist Parteitag der CDU. Und dennoch ist mein Gast heute hier, Karl-Georg Wellmann. Herzlich willkommen, CDU-Bundestagsabgeordneter. Guten Tag, Herr Brinkmann. Und nicht in Karlsruhe. Nein, es gibt hier so viel zu tun in dieser Sitzungswoche und diese Flüchtlingsthematik beschäftigt die Partei sehr, aber ich bin hier gefragt und nicht in Karlsruhe. Ja, und die Rede, die die Kanzlerin, ihr Parteivorsitzende, gehalten hat, das ist ja der Kompromiss, den wir seit dem Wochenende kennen. Nun wird alles hoffentlich ein bisschen ruhiger, auch in ihrer Partei, ja, und die Dinge entspannen sich. Aber das Entspannungseintritt, das hoffen wir zwar, aber es sieht nicht danach aus, nicht? Wir müssen es aber erreichen. Wir müssen diesen Flüchtlingszustrom begrenzen, weil Deutschland kann nicht mehr aufnehmen, als jetzt schon da sind. Die Grenzen sind schon überschritten. Es ist ja nicht eine Frage nur der Feldbetten, die wir in irgendwelchen Turnhallen aufstellen. Wir brauchen ja Lehrer, Sozialarbeiter. Wir haben 3000 neue Stellen für die Bundespolizei geschaffen. Bundespolizisten wachsen nicht auf Bäumen, die müssen sie erst ausbilden. Also es gibt mathematische Grenzen für die Aufnahme von Flüchtlingen. Und das Asylrecht steht unter dem Vorbehalt des Sozialstaatsprinzips. Es gilt nicht vorrangig vor anderen. Deshalb müssen wir alles tun, um diesen Zustrom zu begrenzen. Vor allem nicht, was ein Verfassungsrichter neulich mal gesagt hat und auch Hubert Scholz hier in der Sendung, das Asylrecht darf den Sozialstaat nicht zerstören. Das ist völlig richtig. Deshalb sage ich ja, das Asylrecht steht nicht über den anderen Grundrechten, sondern gilt nur so lange, wir auch mit sozialstaatlichen Mitteln diese Leute integrieren können und genügend, wie ich sage, Sozialarbeiter, Sozialpädagogen haben. Sie kriegen ja kaum welche. Wenn Sie heute einen Sozialarbeiter einstellen wollen, das gibt sie nicht. Wir müssen sie erst ausbilden. Das ist eine langjährige Ausbildung. Und schon daraus ergeben sich Grenzen. Also, Diskussion ein bisschen runterfahren, alles ganz normal betrachten und auch ganz realistisch sehen. Ja. Sorry, und dann kriegen wir das hin. Dann schaffen wir das unter diesen Voraussetzungen. Unter diesen Voraussetzungen. Die Kanzlerin hat ja auch, da haben viele nicht richtig hingehört, vor 14 Tagen im Parlament eins gesagt. Sie hat gesagt, wenn die Kontrolle an den Außengrenzen nicht funktioniert, also insbesondere an der griechisch-türkischen Grenze, dann müssen die Binnengrenzen wieder aufgemacht werden. Nur auch das ist nicht trivial. Weil unsere nicht aufgemacht werden. Zugemacht, dicht gemacht werden. Auch das ist nicht trivial, weil unsere Bürger fahren in den Skiurlaub und möchten an der österreichischen Grenze nicht wieder im Stau stehen und ihren Ausweis zeigen müssen. Dann gibt es da auch wieder Unmut. Also wir müssen erst einmal versuchen, die Außengrenzen so zu sichern, dass dieser Flüchtlingszustrom sehr stark begrenzt wird und wirklich nur noch die kommen, die wir haben wollen. Eines Ihrer Länder, mit denen Sie sich als Parlamentarier ja ganz besonders beschäftigen, ist die Ukraine. Um die ist es völlig ruhig geworden. Es kommt sogar die Krim und alles, was mit der Ukraine zu tun hat, in diesen hochtrabenden Reden des russischen Präsidenten gar nicht mehr vor. Ja, ist das beruhigt oder fühlen wir uns nur beruhigt oder wird es ruhig gemacht? Also es sind große Fortschritte erzielt worden, vor allem durch die Politik der Bundesregierung, der Kanzlerin und des Außenministers Minsk, diese berühmte Minsk-Vereinbarung. Seit September wird nicht mehr geschossen, jedenfalls nicht systematisch. Aber es gibt eine zweite große Baustelle, die uns große Sorgen macht, das ist die innenpolitische Entwicklung. Die Bekämpfung der Korruption, der Aufbau eines neuen Justizsystems, all das geht entweder gar nicht, oder viel zu wenig voran und da müssen wir uns sehr viel stärker. Weil die Ukrainer nicht wollen oder weil sie es nicht können? Beides. Also die Führung der Ukraine will oder kann es nicht. Und deshalb muss sich die Europäische Union und auch Deutschland sehr viel intensiver darum kümmern. Das hat auch mit Fluchtursachen zu tun. Wenn das europäische Projekt der Ukraine scheitern sollte, dann werden sich da Millionen von Menschen aufmachen zu uns, in die Europäische Union, nach Deutschland, nach Polen. Ja, auch nach Amerika. Und es ist wäre sehr viel klüger, wenn wir uns jetzt darum kümmern und nicht erst warten, bis die Züge im Bahnhof Zoo ankommen. Warum geschieht denn das nicht? Ukraine war immer im Fokus. Die deutschen Politiker sind alle hingefahren. Sie sind seit Jahren intensiv mit der Ukraine befasst. Und jetzt sagen Sie, die können das nicht und wollen das nicht. Aber reicht unser Druck nicht? Ja, das ist so. Also manche Gesellschaften sind mit dieser schwierigen, sehr schwierigen Transformationsaufgabe überfordert. Und es gibt die Korruption bis sehr weit hinauf, nach oben. Und das stört auch, wenn man europäische Prinzipien, Rechtsstaatlichkeit einführt, unabhängige Richter einführt, dann stört das manches Geschäft, was man machen kann und manches Geld, was man verdienen kann.
Und wir haben zu lange die Vorstellung gehabt, also die haben ja vor einem Jahr demokratische Wahlen gehabt. Das läuft jetzt. Das war auch so und jetzt ist das so wie in Polen mit Lech Walesa oder Václav Havel damals in der Tschechoslowakei, also begnadete Persönlichkeiten, die diese Transformation voranbringen und denen das Volk wirklich folgt in dem, was sie machen. Das ist in der Ukraine nicht so. Und deshalb müssen wir sehr viel stärker da einsteigen und sehr viel mehr Druck ausüben, so nach dem griechischen Vorbild vielleicht. Sagen, ihr braucht sehr viel Geld, das ist richtig, um die Industrie aufzubauen, die Infrastruktur, die Verwaltung, die Justiz. Das gibt es aber nur gegen sehr konkrete Reformen, die auch überwacht werden müssen. Aber laufen wir da nicht Gefahr, wenn wir Druck auf die Ukraine ausüben? Nach dem Motto, wir, der Westen, hätten gerne, dass ihr mehr westlich werdet, rechtsstaatlich werdet. Kommt dann nicht der große Mann im Kreml und sagt, Freunde, keinen Schritt weiter. Das ist mein Einflussgebiet. Naja, ob wir uns danach richten, das ist eine andere Frage. Die Ukraine hat sich ja entschieden für den europäischen Weg. Wir haben die Assoziierungsvereinbarung zwischen der EU und der Ukraine unterschrieben. Da steht alles drin. Das hat ihn nicht gefreut. Das hat ihn nicht gefreut, da haben die Europäer auch viele Fehler gemacht. Aber wir sagen, und das ist ein unverrückbarer Grundsatz, jedes Volk entscheidet alleine, wo es hingehören will und wo es mitmachen will. Wenn die Ukrainer sich entscheiden und sagen, sie möchten zurück zur Sowjetunion oder in die Eurasische Zollunion Putins, dann ist das auch okay. Aber sie haben sich für den europäischen Weg entschieden, das unterstützen wir. Das müssen wir noch sehr viel mehr unterstützen als bisher. Egal, wie stark das Grummeln wird im Kreml. Ja, ich meine, wir müssen uns mit denen abstimmen. Die Europäische Union hat viele Fehler gemacht und sagt, entscheidet euch entweder oder, entweder mit uns oder entweder mit Putin. Aber das ist gar nicht nötig. Das muss sowohl das auch heißen. Ja, die Ukraine kann auch eine Brückenfunktion haben. Natürlich schließt diese Freihandelszone, die die Ukraine mit Russland bisher hat, das ja gar nicht aus, die Assoziierung. Wir müssen das kompatibel machen. Das ist auch in unserem Interesse. Handel und Wandel. Die Ukraine hat Riesenpotenzial. Die können in der Industrie Sachen, die wir nicht können. Große Flugzeuge bauen zum Beispiel. Und das ist anders. Das ist kein Entwicklungsland. Die haben sehr starkes technisches, industrielles Potenzial, an dem wir großes Interesse haben. Dürfen Sie eigentlich wieder rein nach Russland? Letztes Mal, als wir hier waren, war Ihnen gerade die Einreise verwehrt worden. Ja, ich stehe immer noch auf der sehr ehrenwerten Boykottliste, wo viele hochehrenwerte europäische Politiker draufstehen. Es wird im Untergrund darüber geredet, ob man nun endlich mal darüber hinwegkommt. Vielleicht fahren Sie mal als Untergrundmensch. Ja, also Abenteuerurlaub in Russland möchte ich jetzt nicht machen. Wenn, dann brauchst du eine offizielle Einladung. Es wäre klug, wenn die Parlamentarier übrigens auf beiden Seiten wieder reisen dürften. Wir haben ja auch den Fehler gemacht, russische Politiker auf unsere Boykottliste zu setzen. Das halten wir für falsch und das sollte beides schnell bereinigt werden, wenn es geht. Na, das wird eine Standardfrage bei mir, wenn wir hier sitzen, ob Sie wieder reisen dürfen. Wir fahren zusammen, Herr Brinkmann. Ja, Sie kommen mit. Ja, das ist leicht gesagt, wenn Sie nicht fahren dürfen. Nein, dann kann man viele Versprechungen machen. Wenn es wieder geht, wenn es wieder geht. Thema ist natürlich auch Syrien, hängt mit der Flüchtlingskrise zusammen. Ja, letzte Sitzungswoche in diesem Parlament. Ja, Vorfrage, wie stellt man sich denn das vor? Vieles, was also nicht behandelt wird, verschiebt sich jetzt auf die nächste Sitzungswoche. Die ist im Februar, glaube ich, erst wieder. Nein, die ist im Januar. In der dritten Januarwoche. Naja, wir haben fast im Februar. Vieles wird dann in die letzte Woche reingeschoben und da geht schon mal die Plenarsitzung bis morgens früh, um 2 oder um 3. Ja. Und am nächsten Morgen, am Freitag, geht es um 9 wieder los. Also das ist schon dann eine 80-Stunden-Woche. Also gehen wir mal diese Woche durch. Syrien, habe ich gesagt, wird bestimmt noch eine Rolle spielen. Irgendeine aktuelle Stunde dazu geplant. Ja, das weiß ich nicht. Ich habe die Tagesordnung noch nicht. Die ist ja etwas verkürzt, weil bis Dienstagabend Bundesparteitag ist. Dann haben wir Dienstag um 20 Uhr Fraktionssitzung, die dann sicher bis 22, 23 Uhr gehen wird. Also es ist im Moment kein Zuckerschlecken. Ja, aber Parlamentarier sind doch immer im Dienst. Das ist richtig. Es wird ja jetzt diskutiert, ob wir mal einen Sonntag wenigstens frei bekommen und nicht Politik machen müssen. Verpflichtend frei bekommen, ohne Handy. Aber jeder Arbeitnehmer, da würde jede Gewerkschaft, jeder Betriebsrat würde Zeter und Mordio schreien, wenn die so viel machen müssten. In Syrien ist die Frage entstanden, ob dieses Mandat Tornado-Einsätze ausreichend ist. Die Amerikaner sagen, ist es nicht. Wir wollen mehr.
Ja, was können wir denn und was wollen wir denn überhaupt? Was wollen Sie als CDU-Abgeordneter und dann insgesamt die CDU-Fraktion überhaupt noch mehr leisten in diesem Einsatz? Ich vermeide bewusst das Wort Krieg. Also wir haben Fähigkeiten, die andere nicht haben, zum Beispiel Aufklärungsfähigkeiten. Diese Tornados, die stellen wir ja. Ja, ja, das ist das Modernste vom Modernen. Und das schafft auch eine gewisse Sicherheit, dass nicht falsche Ziele bombardiert werden, also Zivilisten ums Leben kommen. Aber ich stelle immer die umgekehrte Frage. Der Auslöser waren ja die Terroranschläge in Frankreich, in Paris. Und die Franzosen haben um Unterstützung gebeten. Hätten wir gesagt, wir als Deutsche, als stärkstes Land in Europa, das ist eure Sache, damit haben wir nichts zu tun, kümmert euch selbst darum, dann wäre das europäische Verhältnis stark beschädigt worden, was zu sehr zu unserem Nachteil ausgegangen wäre. Und dann stellen Sie sich vor, Herr Brinkmann, es hätte in Deutschland oder würde in Deutschland einen Terroranschlag geben. Wir sind auf der Zielkarte dieser ISIS im Fadenkreuz. Und dann würden die anderen kommen und sagen, damit haben wir nichts zu tun, das ist deutsche Sache. Wir hängen in Europa zusammen und wir müssen zusammenstehen. Das sind nur wenige hundert Kilometer von der deutschen Grenze weg, dass das passiert. Es kann jederzeit bei uns passieren. Und das müssen die Europäer gemeinsam lösen. Die zivilisierte Weltgemeinschaft muss zusammenstehen. Russland ist ja auch dabei, die Amerikaner sowieso, und das Problem lösen. Und ich glaube, wir tun im Moment das, was wir können. Und wir haben ja auch einen sehr starken Aufwuchs in Afrika, in Mali, wo wir die Franzosen entlasten mit unseren Soldaten, die dorthin gehen werden. Die Frage ist nur, reicht das? Die anderen wollen mehr. Und darüber werden wir nach einer Pause reden, die wir jetzt machen. Wir sind ja Privatsender, müssen jetzt ein bisschen Werbung machen, um Geld zu verdienen. Ich hoffe, Sie bleiben uns treu. Nach der Pause sind wir wieder da mit Karl-Georg Wellmann, CDU-Bundestagsabgeordneter. Und diese Woche ist die letzte Bundestagssitzungswoche in diesem Jahr. Da wird hart gearbeitet. Wir reden gleich über Syrien und unsere Beteiligung an diesem Einsatz. Bleiben Sie dran.